Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Freunde, heute geht das Interviewformat weiter und zwar werden wir heute Fragen an Julian Brandt zu seiner Ultimate Team Karte stellen. Mal gucken, was er dazu sagen wird und ich würde sagen, wir können auch direkt reinstarten. Lasst wie immer eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefällt und dann würde ich sagen, geht's jetzt auch direkt los mit der nächsten Fragerunde. Frage Nummer 1. Julian, du bist ja dieses Jahr wieder beim Team of the Season in FIFA mit dabei. Würdest du sagen, das ist zu Recht? Ich hoffe, es war zu Recht, ja. Frage Nummer 2. Bist du zufrieden mit deiner normalen Goldkarte in FIFA, also mit den Werten, oder würdest du eher sagen, nee, das passt nicht, das würde ich ändern? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da ich jetzt nicht derjenige bin, der jeden Tag spielt, aber ich habe natürlich mal drüber geguckt, glaube ich, sind die Werte schon absolut in Ordnung. Ich glaube, das ist die beste Karte, die ich in meiner Karriere jetzt in FIFA soweit hatte, also von der Goldkarte her. Und ja, ich glaube, es ist noch viel Potenzial drin, um noch ein bisschen höher hinaus zu gehen. Frage Nummer 3. Wer ist in deinen Augen der beste FIFA-Spieler aus eurer Mannschaft? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wer spielt denn so viel leidenschaftlich? Ich glaube, Manu spielt viel, viel FIFA. Also ich tippe jetzt einfach mal auf Manu, ohne dass ich es weiß. Gio hat gerade einen Einwand. Er sagt Gio. Also ich sag Manu oder Gio. Frage Nummer 4. Wer macht in deinem Ultimate Team die meisten Tore vorne? Wer ist der Topscorer? Ich glaube schon, dass Ronaldo da die meisten Tore gemacht hätte. Einfach, mein Bruder spielt sehr, sehr viel FIFA, muss ich dazu sagen. Und der hat den im Team und der ist schon sehr, sehr gut spielbar. Und ich glaube, der würde schon machen. Frage Nummer 5. Wen aus deiner Mannschaft würdest du mit in deinem Ultimate Team einbauen? Und wenn ja, warum? Was macht ihn da so besonders? Wenn man ihm im Training zukommt, dann ist das schon Wahnsinn, was er da teilweise spielt. Ich glaube, im Spiel muss man natürlich auch ein bisschen drauf abwägen. Er ist Linksverteidiger, er darf nicht so hoch ins Risiko gehen. Wenn man den Ball verliert, ist er erst in der letzten Kette. Aber wenn man es im Training sieht, wo er dann natürlich auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen kann, dann merkt man, was er für ein Spieler ist. Also mir macht es persönlich unfassbar viel Spaß, mit ihm zu trainieren und zu spielen. Und ich mag ihn halt auch neben des Platz, verstehen wir uns sehr gut. Von daher habe ich mich dafür entschieden, dass er auf der Linksposition reingeben kann, das Rafa. Und die letzte Frage, die wir auch allen anderen gestellt haben. Wie fühlt es sich an, sich selbst in FIFA zu spielen? Ja, ist schon interessant. Es macht schon Spaß. Es ist auch interessant. Ich glaube, es ist auch ein Punkt, wo man sehr schnell sehr wütend werden kann, wenn man mit den ein oder anderen Stats nicht zufrieden ist. Das gab es ja in der Vergangenheit auch schon. Ich meine, gut, Mats hat, glaube ich, sehr, sehr gute Zweikampfstärke. Aber wenn ich, glaube ich, das weiß ich, 50 im Sprint hätte, dann würde ich da schon ein bisschen ragen. Und jetzt zeigt euch nochmal Eldin, was Brandts normale Karte in FIFA drauf hat und natürlich auch seine Team of the Season Karte. Viel Spaß! So Leute, wir haben jetzt hier Julian Brandt, seine Goldkarte, wie man im Hintergrund sehen kann. Die hat eine 84er Bewertung, hat sehr, sehr gute Pass-Stats, Dribbling-Stats. Das sind seine größten Stärken. Und wir werden jetzt versuchen, mit ihm schöne Situationen herauszuspielen. Jetzt haben wir Julian Brandt am Ball. Im Zusammenspiel mit Hakimi, Witzel zu Guerrero. Und Brandt läuft sich frei mit einem guten Trick und mit dem guten Abschluss. Mit dem Berber-Spin und Julian Brandt macht hier das Ding. Sehr, sehr wuchtiger Abschluss, guter Abschluss. Mit dem Boxtorjubel. Erstes Tor von Julian Brandt. Die kann man es nur mal in der Wiederholung sehen. Hier kommt der Berber-Spin und sehr, sehr guter Abschluss von Julian Brandt. Und jetzt zeigt euch Eldin nochmal, wie sich Brandts Team of the Season-Karte in FIFA spielen lässt. Viel Spaß. Hey Leute, wir haben jetzt hier die nächste Situation mit Julian Brandt im Zusammenspiel mit Reus. Brandt kriegt da sehr, sehr gut den Ball mit dem Dragback und dem angeschnittenen Schuss. Und was für ein Traumtor von Julian Brandt. Was für ein schöner Distanzschuss. Krasser Schuss von Julian Brandt. Wir haben jetzt hier die nächste Situation am Start. Mit Julian Brandt steckt den wunderbar durch zu Guerrero. Guerrero. Mit dem Abschluss. Und da sieht man wieder, Leute, was für einen guten Passwert Julian Brandt auf seiner Karte hat. Wunderschöner gechippter Ball zu Guerrero. Guerrero macht es auch wunderbar. Auch mit dem sehr, sehr kräftigen Abschluss. Setzt sich da sehr, sehr gut durch gegen den Verteidiger und knallt ihn da in die kurze Ecke.
Und ja, Freunde, das war's an dieser Stelle auch mit dem Interview. Danke an Julian Brandt, dass er sich die Zeit genommen hat, die Fragen zu beantworten. Hat mir auf jeden Fall, wie auch jede Woche, sehr viel Spaß gemacht. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da, einen positiven Kommentar, würden wir uns sehr, sehr freuen, Leute. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder Wunschthemen, die ihr gern sehen würdet, schreibt es in die Kommentare rein. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich aus diesem Video. Macht's gut, Leute, haut rein und ciao!